ليبي مسلمي الله سبحانه وتعالى hat eine Regel in diesem Leben subhanahu wa ta'ala uns gegeben, und zwar die Staaten und die Ländereien, die Oberhäupte, die Regierenden, die sind manchmal, die sind gerecht und Allah subhanahu wa ta'ala unterstützt sie, und manchmal sind sie ungerecht, dann Allah subhanahu wa ta'ala lässt sie fallen. Und Allah subhanahu wa ta'ala lässt ihre Feinde sie besiegen, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Diese Tage lässt Allah subhanahu wa ta'ala wechseln unter den Leuten. Einmal bist du oben, einmal bist du unten. Die Staaten, ein Staat wird sehr groß. Und wenn dieser Staat mit Gerechtigkeit regiert, dann wird sie bleiben. Aber die bleibt nicht ewig. Die bleibt nicht ewig. Und ein Staat, dieser Staat, wenn mit Ungerechtigkeit regiert würde, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diese erniedrigen lassen, subhanahu wa ta'ala. Und die Themen und die Tage, die Jahre sind im Wechsel, subhanahu wa ta'ala. Und jedes Volk hat eine Frist von Allah subhanahu wa ta'ala gewährt bekommen. Und wenn diese Frist zu Ende ist, dann wird diesem Volk das passieren, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Es gab Staaten, die waren sehr groß und sehr reich, und sie haben alle anderen Feinde besiegt. Aber dann hat Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt, dass diese Staaten besiegt werden von den anderen. Und die sind zurückgekehrt zum Anfang. Manche haben aufgegeben. Andere haben nochmal versucht. Und die haben wieder ihr Territorium bekommen. Und sie waren wieder stark. Und wir Muslime, wir sind auch ein Volk, wie alle anderen Völker. Einmal sind wir oben und bekommen wir den Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala. Und einmal sind wir schwach und die anderen greifen uns an und die können über uns bestimmen. Aber das alles hat erstmal einen Sinn von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das alles hat eine Regel, eine Sunna von Allah subhanahu wa ta'ala. Das kann man nicht stets oben bleiben. Wenn du immer die anderen besiegst, dann wird es dazu beitragen, dass die Leute eventuell arrogant und egoistisch werden. Und wenn sie immer unten bleiben, dass sie eventuell alles verleugnen und Kufr begehen. Wenn der Ungerechte immer ungerecht bleibt, und wenn der zu Unrecht behandelt wurde, immer so bleibt, dann wird es kein Gleichgewicht auf dieser Welt kommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat alles mit Gleichgewicht subhanahu wa ta'ala erschaffen. Deshalb einmal oben, lieber Muslim, einmal unten. Wir Muslim, wir haben das erlebt. Am Anfang haben die Muslime in Badr, die Kuffar von Quraysh, sie haben sie besiegt. Und der Sieg war für die Muslime, weil die Muslime Allah gefürchtet haben, Geduld gezeigt haben und den richtigen Weg gehabt haben. Dann aber später in Uhud haben die Muslime verloren. Warum haben die Muslime verloren? Obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam dabei ist. Die Sahaba radhiyallahu alaihim, alle die besten Menschen dabei sind. Weil einige von ihnen, den Befehl von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam widersprochen haben. Und sie haben sich an die Wörter vom Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht gehalten. Deshalb haben alle verloren. Die waren eine Gruppe, die waren nicht alle. Und das ist ein Sinn für uns Muslime. Wenn einige Muslime ungerecht werden, wenn sie sündigen, wenn sie den Befehl Allah subhanahu wa ta'ala
und dem Befehl vom Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht folgen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala sie nicht unterstützen und ihnen nicht helfen, dann werden sie verlieren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt diesbezüglich: وتلك الايام نداولها بين الناس. Warum die Tage, diese Tage, dass man einmal oben ist und einmal unten, einmal gewinnt, einmal verliert? Damit Allah subhanahu wa ta'ala sieht, wer von uns den Iman hat, und damit Allah subhanahu wa ta'ala Zeugen von uns auserwählt, und Allah subhanahu wa ta'ala liebt nicht die Ungerechten subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese Sunna gegeben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt bezüglich Uhud, weil einige gesagt haben, wie kann es passieren, dass die Muslime verlieren? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا. Wann mithlayha? In Badr. Das wird, als euch etwas traf, was ihr eigentlich doppelt davor gewonnen habt, als was ihr verloren habt. Dann sagt ihr, wie soll das sein? Das kommt von euch. Das kommt durch eure Hände. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu Hunayn. Hunayn, haben die Muslime gesagt, heute sind wir so viele. Wir sind Tausende. Und wir sind mehr als die Kuffar. Heute werden wir bestimmt gewinnen. Und die haben das Leiste nicht genommen. Dann, als es zum Kampf kam, dann sind fast alle weggelaufen. Und nur der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und einige sind mit ihm geblieben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَيَوْمَ حُنَيْنَ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. Das bedeutet, ihr habt geprahlt mit eurer Zahl, weil ihr viel wart. Und dann seid ihr weggegangen. Allah subhanahu wa ta'ala hat seine Ruhe dann auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Gläubigen, die mit ihm waren. Die Muslime haben viel gewonnen und die haben auch viel verloren. Damit Allah subhanahu wa ta'ala diese Sunna lässt, weil der Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Und die Muslime waren dann in einer Zeit, dass die Mongolen und die Tataren Bagdad eingenommen haben. Und die haben die Städte von den Muslimen zu Asche gemacht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und dann später haben die Muslime nochmal den Sieg bekommen. Und sie haben Al-Quds, Al-Aqsa befreit. Und auf der anderen Seite waren die Muslime in Al-Andalus, in Südspanien. Und die Muslime waren so stark. 800 Jahre sind die Muslime in Andalus geblieben. Was waren die Europäer, als die Muslime in Andalus waren? Gab es hier Universitäten in Europa? Gab es hier Botschafter für das Wissen in Europa? Haben die Europäer damals Hygiene und Sauberkeit gekannt? Woher haben sie das alles gelernt? Erinnert euch, liebe Muslime, an die Geschichte, als der Khalif von den Muslimen ein Sanduhr an König Karl geschickt hat als Geschenk. Wisst ihr, was König Karl gemacht hat? Der ist weggelaufen und er hat sich versteckt. Der hat gesagt, es gibt drinnen ein Djinn, ein Dämon oder ein Geist ist das drinnen. Während die Muslime Universitäten gehabt haben, während sie Krankenhäuser gehabt haben, während sie Schulen gehabt haben, während sie in Wissen und in Religion spitze waren, wo waren die anderen? Aber heute, wo sind die Muslime und wo sind die anderen? Aber deshalb, lieber Muslim, verlier niemals die Hoffnung und denk nicht, dass wir verloren sind. Nein! So ist die Sunna. So ist der Weg. Heute unten, aber später, inshallah, oben. Heute schwach, morgen stark. Heute getrennt, zersplittert. Morgen, inshallah, eine Einheit und zusammen. Wir müssen Geduld zeigen. Wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und wir müssen immer nach vorne blicken. Optimistisch, dass die Lage niemals so bleibt. Vor 50 Jahren war die Lage anders.
heute hat sich die Lage geändert. In 100 Jahren oder vielleicht in 10 Jahren oder in 200 Jahren wird das anders sein. Es gab Karun und es gab Pharaon. Es gab Kisra und es gab Rom. Heute, wo sind die alle? Und vor ein paar Jahren gab es auch andere große Mächte und Staaten. Aber die sind weg. Und die Zukunft, inshallah, ist für den Islam ohne Zweifel. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen und vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns einigen auf dem Weg von Koran und Sunna. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unterstützen und helfen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen und vergeben. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خاف أدلج من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة الذي يخاف في الليل أن يهجم عليه قطاع الطرق فماذا يفعل؟ يسرع في الدلجة في الظلمة حتى يصل المنزل لأنه لو تأخر قد يهاجمه قطاع الطرق أو قد يهاجمه أحد في الطريق فلذلك يسرع فإذا أسرع فإنه بلغ المنزل آمنا أما إذا لم يسرع ولم يأخذ طريق المنزل وتأخر فقد لا يصل والذي يريد الجنة عليه أن يعمل عباد الله سلعة الله سلعة الله هي الجنة وهي غالية سلعة الله غالية من أراد أن يشتريها فليدفع ثمنها وثمن الجنة أن تتقي الله سبحانه وتعالى واعلم عبد الله أن الأصل والحارس لكل شيء هو تقوى الله سبحانه وتعالى وهو أصل التقوى أصل من لازمه سعيدا ومن تركه شقيا هذا الأصل يهون عليك الفقر والضعف والظلم وكذلك يحميك من ظلم الغير ويحميك من أن تكون جبارا على غيرك فالتقوى يجب أن تلازمك عبد الله إن كنت غنيا وإن كنت شديدا إن كنت قويا إن كنت منتصرا فعليك أن تلزم التقوى وإذا لم تلزم التقوى فإن الله سبحانه وتعالى يغير الأمر عندك وإن كنت فقيرا أو مظلوما أو ضعيفا فعليك أن تلازم التقوى واليوم مشكلتنا أننا نبتعد عن التقوى ونظن أن أمر التقوى فقط في بعض المسائل فتجد المسلم في بعض المسائل يخاف الله سبحانه وتعالى وفي الأخرى لا والتقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وعذاب الله وقاية حاجز أن تعمل بأمر الله بنور الله وتترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه بنور الله لأن الله سبحانه وتعالى نهى عنه فلذلك نجد أنفسنا اليوم بعيدين عن هذا الأصل العظيم عبد الله إن رفعك الله أو خفضك الله إن أعزك الله أو أذلك الله إن كنت غنيا أو كنت فقيرا فالأمور تتداول والأيام تنقضي ولكن الأمر الذي يبقى هل تتقي الله؟ فإذا جعل المؤمن المسلم
التقوى بين عينيه وسأل نفسه قبل أن يقول أو أن يسكت، قبل أن يفعل أو يترك، قبل أن يظن أو لا يظن، إن سأل نفسه هل في هذا الأمر رضا لله سبحانه وتعالى واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان كذلك فليفعل، فإن لم يكن كذلك فليترك. فستجد أن المسلم غالبا لن يجلس في مجالس الغيبة والنميمة، لن يطعن في أعراض الناس، لن يأكل حقوق الناس، لن يظلم الناس. ستجده إنسانا صاحب خلق حسن، طلعة جميلة، يحبه الناس، يزهد فيما عند الناس. أما إذا لم تلازمه التقوى فإنه سيظلم ويغتاب وينم ويقع في الحرام ويأكل حقوق الناس، والمسكين يظن أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له هكذا، ولا يعلم أن الله شديد العقاب، سريع الحساب. الله غفور رحيم، ولكن الله سريع الحساب، شديد العقاب سبحانه وتعالى. فتنبه عبد الله، الأمور تتغير والأصل الثابت يبقى أن تخشى الله وأن تتقي الله في أقوالك، في سكناتك، في حركاتك، في ظنك، أن تتقي الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها، إنها لبو مسلم لكوفيت صلى الله عليه وسلم ذاكت in der Nacht Angst hat, dass Leute ihn angreifen oder vielleicht Tiere ihn angreifen, sollte sich beeilen nach Hause. Und wer sich beeilt, dann wird zu Hause erreichen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Ware Allahs subhanahu wa ta'ala ist teuer und die Ware Allahs subhanahu wa ta'ala ist das Paradies. Wer ins Paradies kommen möchte, dann sollte sich beeilen in guten Handlungen, in guten Taten. Und wenn man das macht, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm verzeihen und vergeben. Und Allah wird ihm Barmherzigkeit schenken und diese Person wird ins Paradies kommen. Aber wer sich im Guten nicht beeilt und wer die Ware Allah subhanahu wa ta'ala nicht kaufen will, diese Person wird nicht ins Paradies kommen, liebe Muslime. Alles ändert sich. Alles ändert sich. Heute bist du reich, morgen bist du arm. Heute bist du stark, morgen bist du schwach. Heute bist du gesund, morgen bist du krank. Heute hast du Leute, die dir helfen. Morgen hast du niemanden, der dir hilft. Heute lebst du gut, morgen eventuell lebst du schlecht. Alles ändert sich. Alles schwankt, aber es gibt eine Basis, eine Grundlage. Wenn du das dabei hast, dann wirst du inshallah immer fest bleiben. Und das ist, dass du Allah subhanahu wa ta'ala fürchtest, dass du Gottes Fürcht hast in deinem Leben, als Grundlage für dein Leben. Warum? Wenn du etwas sagen willst, dann wirst du denken, ist das, was ich sage, ist das in Ordnung? Fürchte ich dabei Allah oder nicht? Wenn du was machen willst, auch dasselbe. At-Taqwa, Ibadallah, braucht man in diesen Schwankungen und in diesem Leben. Und wenn man das nicht hat, dann hat man viel verloren. Was ist At-Taqwa? At-Taqwa ist, dass du ein Vorhang, eine Wand zwischen dir und dem, was Allah subhanahu wa ta'ala unzufrieden macht, machst. Indem du das tust, was Allah befohlen hat, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns befohlen hat, und indem du das meidest und unterlässt, was Allah verboten hat, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat, mit Licht von Allah subhanahu wa ta'ala, das wird mit Beweis aus Koran und Sunna. Wenn du das hast,
dann wird dein Leben anders sein. Deshalb, wenn du was sagst oder wenn du was denkst in deinem Herzen auch oder wenn du was verinnerlichst, wenn du was tun willst, dann fragst du dich immer, ist das in Ordnung nach Beweis von Koran und Sunnah oder ist das nicht? Ist das in Ordnung? Mach's. Ist das nicht in Ordnung? Dann nicht tun. Weil wenn du Allah nicht fürchtest, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir nicht helfen und Allah subhanahu wa ta'ala wird dich nicht segnen. Und du wirst, wenn du Allah nicht fürchtest, lieber Muslim, du wirst das Gute nicht mehr als gut sehen und das Schlechte nicht mehr als schlecht sehen. Deshalb siehst du einige Muslime heute, die tun Unrecht, die tun Unrecht, die machen Zulm und die machen Sünden. Und die bei ihnen das Herz schon vorbei ist, versiegelt, möge Allah subhanahu wa ta'ala unser lieber Muslim. Und sei sicher, die Wahrheit Allah subhanahu wa ta'ala ist teuer und das ist das Paradies und du musst dafür was tun und du musst dich immer fragen, bevor du ein Wort sagst, schaust oder zuhörst, ist das in Ordnung in meiner Religion? Ist das? Mache ich Allah damit zufrieden? Dann bitte, tu es. Aber wenn du das nicht machst, dann wirst du viele Sünden begehen. Und wenn man Sünden begeht, dann wird das Herz versiegelt. Und wenn das Herz versiegelt wird, dann wird man das Gute nicht mehr als gut sehen und das Schlechte nicht mehr als schlecht sehen. Deshalb findest du einige Muslime, der nimmt die Rechte von den anderen Muslimen, der tut Unrecht, der hat keinen guten Charakter, der, wal'iyadu billah, ist so schlimm und der denkt von sich selber, der Arme, dass er in Ordnung wäre, weil er überhaupt nicht reagiert auf die Ayat, auf Koran und Sunna. Sicher. Wenn du diese Basis und diese Säule bei dir immer hast, dass du Allah fürchtest, dass du Gottes Furcht hast, ob du reich bist oder arm, ob du stark bist oder schwach, ob du krank bist oder gesund, du wirst immer auf der richtigen Weg bleiben und auf der richtigen Linie. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen und vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ins Paradies bringen. Allahumma sihlata bainina wa allif bayna qulubina wa ahdina subul as-salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma ansur al-islam wa izz al-muslimin. Allahumma ansur al-islam wa izz al-muslimin. Allahumma ansur al-islam wa izz al-muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udhu bika min an-nar. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين